Warum empfinden wir manche Wörter als hässlich und andere als schön? In diesem Video möchte ich euch gerne eine empirische Hausarbeit vorstellen, die ich im 5. Semester meines Psychologiestudiums geschrieben habe und die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Dazu haben wir eine Online-Studie durchgeführt, in der die Teilnehmer ganz viele Wörter danach bewerten sollten, als wie schön sie diese empfinden. Aber keine Angst, du musst kein studierter Mensch sein, um das Video hier zu verstehen. Wissenschaft funktioniert nämlich eigentlich recht einfach. Wir stellen uns eine Frage, sammeln Daten dazu, beantworten die Frage. Bupp, fertig. Eine Frage, die man sich zum Beispiel stellen könnte, ist, warum nennen Eltern ihr Kind Annalena und nicht Krupfeldupf? Warum heißt dieser Lippenstift Labello und nicht Tarzedrax? Warum klingen manche Wörter einfach schöner als andere? Man könnte jetzt sagen, okay, Wörter bestehen aus einzelnen Klängen, aus Buchstaben. Vielleicht gibt es ja einfach Buchstaben, die haben einen schönen und andere, die haben einen hässlichen Klang. Okay, aber warum? Wer hat das festgelegt, was schön und was hässlich klingt? Um das zu verstehen, machen wir mal eine Reise in die Vergangenheit, als es noch keine Sprache gab. Stellt euch mal so einen richtigen Urmenschen vor und der kommt auf euch zu und sagt: Okay, was könnte der damit gemeint haben? Wir haben überhaupt keine Wörter verwendet, aber trotzdem denke ich, dass die meisten von euch wohl verstanden haben werden, dass der Urmensch vielleicht ein kleines Kaninchen da sieht, dem gerne seine Keule über den Kopf ziehen würde, um das dann aufzuessen. Und diese gesamte Bedeutung wurde an euch nur durch ein paar Zeichen und Töne übertragen. Es gibt dazu in der Sprachwissenschaft die Theorie, dass die Menschen irgendwann einfach angefangen haben, Geräusche aus der Umgebung nachzuahmen und diese Geräusche wurden dann langsam zu Wörtern und daraus hat sich Sprache erst entwickelt. Sprache entwickelt sich natürlich weiter und wird immer abstrakter, aber noch heute haben wir in unserer Sprache Wörter, die genau wie das klingen, was sie eigentlich beschreiben. Zum Beispiel Kuckuck. 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 Oder Schlachten. Schlachten. Jetzt kann man sagen, okay, das Ganze ist aber nur eine Theorie. Niemand kann in die Vergangenheit reisen und irgendwie gucken, wie Sprache tatsächlich entstanden ist. Das Ding ist aber, man kann das Entstehen neuer Wörter sogar im Experiment nachweisen. Dazu haben sich die drei Wissenschaftler Edmiston, Perlmann und Lupjan Folgendes ausgedacht. Einer Versuchsperson wird ein Ton vorgespielt, zum Beispiel das Zerreißen von Papier. Und dieses Geräusch soll die Person dann nachahmen, möglichst genau. Die macht dann zum Beispiel. Und dieser Ton wird wieder aufgenommen und jetzt beginnt so ein stille Postspiel. Der Ton wird an anderen Personen wieder vorgespielt, die sollen das wiederum nachahmen, das wird wieder aufgenommen und der nächsten Person vorgespielt. Ein kleines Beispiel könnte dann so aussehen. Der erste Ton ist, die erste Person macht dann, zweite Person hört das, macht frut, die dritte Person dann frut, vierte Person frut, fünfte Person frut. Und ihr merkt das schon, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass in diesem stille Postspiel die Geräusche immer mehr zu Wörtern werden. Wörter mit richtigen Silben, die man auch aufschreiben könnte. Und nach der fünften bis sechsten Person ändert sich nicht mehr viel. Das Wort kann also weitergegeben werden. Es ist ein neues Wort entstanden, was sich auch nicht mehr groß verändert. Das liegt daran, dass Menschen Geräusche natürlich nicht eins zu eins nachmachen können, aber Wörter mit den uns beschränkten Möglichkeiten, also vom Kehlkopf her, schon ziemlich genau. Jetzt ist in diesem Beispiel gerade aus über das stille Postspiel das Wort Furrut geworden. Jetzt haben wir ein neues Wort, Furrut, aber das hat ja gar keine Bedeutung, oder? Doch, hat es. Menschen haben ein intuitives Verständnis dafür, was ein Wort bedeuten könnte, selbst wenn sie das Wort vorher noch nie gehört haben. Und um das nachzuweisen, haben die Wissenschaftler Folgendes gemacht. Sie haben sich neue Versuchspersonen genommen, die dieses Wort vorher noch nie gehört haben, und haben denen einfach das Wort auf den Zettel geschrieben zum Lesen. Furrut. Und die Wissenschaftler haben den Personen dann gesagt, okay, dieses Wort kommt aus einer fremden Sprache. Du sollst jetzt sagen, was dieses Wort bedeutet. Ist es A. Kochen, B. Reißen, C. Klopfen oder D. Weinen? Und die meisten der Personen konnten das Wort tatsächlich richtig zum Reißen zuordnen. Und das zu verstehen, hilft uns schon mal dabei herauszufinden, warum manche Wörter schön und andere hässlich klingen. Schauen wir uns mal die Klänge an, aus denen diese Wörter bestehen. Zum Beispiel M. Wie klingt das? Das klingt schon wie was Leckeres zum Essen und wir verbinden damit eher was Positives. Auf der anderen Seite K. Das klingt schon, als würde was zerreißen oder zerbrechen und deswegen wird das vielleicht eher als hässlich und negativ wahrgenommen. Aber stimmt das überhaupt? In unserer Studie, die wir online durchgeführt hatten, wollten wir das jetzt testen. Ob wir nur anhand der Buchstaben des Wortes vorhersagen können, ob das ein schönes oder ein hässliches Wort ist. Dazu haben wir uns 400 Wörter genommen aus der deutschen Sprache und in jedem die Buchstaben komplett durcheinander geworfen, sodass ein neues Wort entsteht, was eigentlich gar keine Bedeutung hat. Hier seht ihr mal ein paar Beispiele von diesen Wörtern. Aus Antlitz wurde dann zum Beispiel Zaltint.
aus Lorbeerkranz, Klavozekern, aus Fressen, Seefrenz und so weiter. Solche Wörter, die man zwar prinzipiell aussprechen kann, die aber keine Bedeutung haben, werden auch Pseudowörter genannt. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Wörter so umzustellen, damit die Versuchspersonen diese Pseudowörter dann wirklich nur nach Klangschönheit bewerten und nicht nach der Bedeutung, die da noch irgendwo drin steckt. Hier seht ihr mal die gesamten 400 Pseudowörter, die wir in der Studie verwendet haben. Hier zum Beispiel Grassigef wurde aus aggressiv gebildet oder Asa aus Aas. Und diese 400 Wörter haben wir jetzt den Personen gezeigt, die an der Online-Studie teilgenommen haben, und die sollten für jedes dieser Wörter bewerten, als wie schön oder hässlich sie diese empfinden, auf einer Skala von 1 bis 7. 1 ist hässlich, 7 ist schön. Aber wer hat an der Studie eigentlich teilgenommen? Was für Leute machen damit? Wer setzt sich freiwillig hin und bewertet 400 bedeutungslose Wörter danach, wie schön oder hässlich die klingen im Namen der Wissenschaft? Ja, richtig, freiwillig macht das eigentlich niemand. Und deswegen haben sich die Universitäten gedacht, ach Mensch du, wir haben ja Psychologiestudierende, die können wir eigentlich als Versuchskaninchen benutzen. Und deswegen ist es so, dass man als Psychologiestudent dazu gezwungen wird, wenn man seinen Abschluss haben möchte, mindestens 30 Stunden lang selber als Versuchsperson an irgendwelchen Experimenten teilzunehmen. Für uns war das aber eigentlich ganz gut, weil wir so 62 Personen dazu bringen konnten, an unserer Studie teilzunehmen. Hier seht ihr mal die Altersverteilung der Versuchspersonen. Die PsychologiestudentInnen und Außen bewegen sich meistens im zarten Alter zwischen 20 und 30 Jahren und haben als Bildungsniveau zumeist Abitur oder Bachelor. Natürlich ist das Ganze eine Online-Studie, das heißt, wir können gar nicht nachprüfen, ob diese Angaben hier eigentlich stimmen. Das heißt, wenn da jetzt irgendein Witzbold dabei war, der meinte, oh, ich bin 70 Jahre alt, ah, dann sitzen wir da wie die Deppen und müssen ihm erstmal glauben. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig, wer die Versuchsperson eigentlich waren. Viel wichtiger ist doch, wie sie die Wörter bewertet haben. Jede Person hat für jedes der 400 Wörter angegeben, wie schön oder hässlich sie das fanden, und das sehen wir in dieser wahnsinnig lustigen Tabelle hier. Zunächst einmal müssen wir die Daten säubern. Das funktioniert eigentlich ähnlich wie ein Stuhltanz. Wir gucken, wer als nächstes alles rausfliegt. Diese Person hier oder auch diese hier unten können wir nicht gebrauchen. Die haben gar nicht alle Fragen beantwortet. Raus damit. Tschüss. Allein deshalb, weil die vorzeitig die Studie abgebrochen und gar nicht alle Fragen beantwortet haben, können wir schon mal 8 von diesen 62 Personen rausschmeißen. Als nächstes haben wir uns für jede Person angeguckt, wie oft diese Möglichkeiten 1 bis 7, also hässlich bis schön, denn im Verlaufe der Studie genutzt wurden, um die Wörter zu bewerten. Und einen Kandidaten, nämlich diesen hier, den mussten wir leider ausschließen, weil der wirklich bei jedem Wort gesagt hat, ich finde das ganz hässlich, ich gebe dem eine 1. Bruder, ist in Ordnung, aber in die Datenauswertung kommst du so nicht rein. Das Bearbeiten der Studie hat im Durchschnitt so 22 Minuten gebraucht, aber eine Person, die war ganz flink, die hat nur 8 Minuten gebraucht, die mussten wir leider auch rauswerfen, weil in 8 Minuten 400 Wörter zu bewerten und dann noch die ganzen anderen Fragen zu beantworten zu Geschlecht und Bildungsabschluss und so, das erscheint uns schon ein bisschen schnell und unsauber, deswegen haben wir die auch noch rausgeworfen. Also blieben uns von diesen 62 Personen noch 52 übrig, von denen wir die Daten dann vollkommen auswerten konnten, und da gucken wir jetzt zusammen rein. Zunächst haben wir für jedes Wort den Mittelwert gebildet, weil es natürlich nicht so, dass alle Personen für das gleiche Wort die gleiche Schönheit eingeschätzt haben. Hier haben wir zum Beispiel ein Wort, da hat einer 7 gesagt, einer 1, einer 6, einer 5. Deswegen Mittelwerte für jedes Wort bilden, dann haben wir zumindest eine grobe Tendenz, wie schön oder hässlich ein Wort im Durchschnitt wahrgenommen wird. Und jetzt können wir uns endlich die Ergebnisse angucken. Zunächst einmal hier die Top 20 der schönsten Wörter, also die 20 Wörter, die im Durchschnitt die höchsten Bewertungen bekommen haben. Da haben wir sowas hier wie Arapaño, Livione, Vendella, Elela, Landomine. Gut, bei Landomine denke ich jetzt eher an Landmine. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier bei den schönsten Wörtern auftritt. Auftritt. Und hier die Top 20 der hässlichsten Wörter. Da haben wir sowas wie Potbelfock, Grotzig, Mäkscht, Kottdrank. Das klingt alles eher nach deutscher Grutzwurst. Aber wie könnte ein Computer jetzt zum Beispiel vorhersagen, ob ein Wort eher zu den schönen oder den hässlichen Wörtern gehört? Hängt es vielleicht mit der Wortlänge zusammen? Oder der Anzahl der Konsonanten und Vokale? Vokale, das sind die Buchstaben. Und Konsonanten sind die restlichen Buchstaben vom Alphabet. Zuerst mal die Wortlänge. In dieser Grafik hier steht jeder Punkt für eines der 400 Wörter, die wir bei uns in der Studie verwendet haben. Auf der X-Achse sehen wir hier die Wortlänge in Buchstaben und auf der Y-Achse die durchschnittlich bewertete Klangschönheit. Man kann hier schon sehen, dass längere Wörter tendenziell nicht so schön bewertet wurden. Das Ganze kann man noch besser sehen, wenn man so eine Regressionsgerade hier durchlegt. Eine Regressionsgerade ist einfach nur eine gerade Linie, die versucht, so nah wie möglich an allen Punkten vorbeizulaufen. Könnt ihr euch vorstellen, als wäre jeder dieser Punkte ein Magnet und wir würden so eine lange Eisennadel darauf schmeißen, dann würde die sich ungefähr so ausrichten. Wenn die Regressionsgerade nach unten verläuft, heißt das, dass je größer das eine wird, also je größer die Wortlänge wird, desto kleiner wird das andere, also die Klangschönheit.
Schönheit. Das ist ein negativer Zusammenhang. Die Statistikprofis von euch werden das schon erkennen, an der negativen Korrelation von -0,32, die ich hier eingezeichnet habe, ist kein besonders starker Zusammenhang. Wir haben zum Beispiel auch sehr schön bewertete Wörter wie Arapaño, das ist dieser Punkt hier, das gehört zu den Top 20 der schönsten Wörter, aber hat 9 Buchstaben, was eigentlich schon recht viel ist. Als nächstes können wir uns ja mal angucken, wie es mit der Anzahl der Konsonanten und Vokale ausschaut. Hier zum Beispiel auf der X-Achse die Anzahl der Konsonanten in einem Wort und hier die Klangschönheit. Und wir können hier schon sehen, dass der Zusammenhang wieder negativ ist, die Regressionsgrade geht nach unten, also Wörter mit vielen Konsonanten werden als eher nicht so schön empfunden. Wenn wir zum Beispiel die Top 20 der hässlichsten Wörter nochmal angucken, hier sehen wir sehr, sehr viele Konsonanten. K, C, H, C. Oh, ah. Anders sieht das Ganze aus bei der Anzahl der Vokale im Wort. Hier seht ihr das auf der X-Achse die Anzahl der Vokale von 1 bis 6 und auf der Y-Achse die Klangschönheit. Hier sehen wir nicht so einen ganz klaren Zusammenhang, aber es geht ganz leicht nach oben. Die Korrelation ist nur 0,19, das ist wirklich sehr schwach. Woran könnte das liegen, dass das hier nur so schwach ist? Sollten Vokale nicht den umgekehrten Effekt von Konsonanten haben, also etwa in der gleichen Größe? Und jetzt erinnern wir uns nochmal zurück, wenn wir ein Wort haben, was länger ist, also Wortlänge in Buchstaben, dann hat das einen negativen Zusammenhang mit der Klangschönheit, aber Vokale haben eigentlich einen positiven Zusammenhang. Aber jedes Mal, wenn wir zu einem Wort noch einen Vokal hinzufügen, erhöht sich auch die Wortlänge und das gleicht das wieder aus. Und deswegen wirkt es so, als wäre der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Vokalen im Wort und der Klangschönheit nur ganz schwach positiv, obwohl er eigentlich viel stärker positiv wäre, wenn man nur Wörter miteinander vergleicht, die auch gleich viele Buchstaben haben. Dieser Effekt wird in der Statistik auch Suppression genannt, aber das ist ein Thema für ein ganz eigenes Video. Interessant ist jetzt folgende Idee, wir könnten ja für jedes Wort einfach die Anzahl der Vokale nehmen und die Anzahl der Konsonanten davon abziehen. Und das haben wir jetzt hier mal dargestellt. Auf der X-Achse Anzahl Vokale minus Anzahl Konsonanten für jedes Wort. Ihr seht schon, es gibt mehr Wörter, die mehr Konsonanten als Vokale haben, deswegen dieser negative Bereich hier. Und auf der Y-Achse, wie gewohnt, wieder die Klangschönheit. Wenn wir hier nochmal die Regressionsgrade durchlegen, sehen wir eine positive Korrelation von 0,63. Um das mal mit was nicht psychologischem zu vergleichen, die Korrelation der Tageshöchsttemperatur in den USA und der Nähe zum Äquator ist nur bei 0,6. Also dieser Zusammenhang hier, der ist wirklich so stark, der ist quasi auf einer Ebene schon mit manchen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. Und was wir jetzt auch noch gemacht haben, ist eine Regressionsgleichung gerechnet. Das Ganze ist einfach nur eine Formel, da setzen wir unsere beiden Variablen ein, also wie viele Konsonanten hat das Wort und wie viele Vokale, und das Ganze spuckt einem dann eine Schätzung aus, die möglichst genau sein soll, wie schön dieses Wort jetzt ist. Und das Ganze könnte man von Hand ausrechnen, also wie man auf diese Faktoren hier vorne kommt, aber wir haben ja den Computer mit Statistikprogrammen wie R oder SPSS oder ich benutze zum Beispiel Python, und das spuckt einem diese Koeffizienten hier aus. Und das heißt, wir können hier einfach mal irgendein Wort einsetzen und den Computer raten lassen, ob das ein schönes Wort ist oder ein hässliches, nur aufgrund der Anzahl der Konsonanten und Vokale. Hier zum Beispiel Krebspatient, es hat 4 Vokale und 8 Konsonanten. In die Formel eingesetzt ist das Ganze dann einfach 0,01 plus 0,24 mal 4 minus 0,25 mal 8 und dann erhalten wir insgesamt minus 1,03. Das heißt, der Computer würde sagen, okay, aufgrund dieser Schätzung kann ich sagen, ah, das ist eher ein negatives Wort. Machen wir nochmal ein anderes Beispiel. Hier, mein Name Tadeo, das hat 3 Vokale und 2 Konsonanten, also 0,01 plus 0,24 mal 3 minus 0,25 mal 2, dann sind wir bei 0,22. Also leicht positiv. Yay! Ihr könnt das jetzt gerne einfach mal für euren eigenen Namen machen. Versucht's wirklich mal. Einfach Anzahl der Vokale und Anzahl der Konsonanten in diese Formel hier einsetzen und gucken, ob ihr einen Wert über 0 erhaltet, also ob das jetzt eine positive Klangschönheit hat, oder unter 0, also negative Klangschönheit. Würde mich sehr interessieren, schreibt mir mal eure Werte, die da rauskommen, in die Kommentare. Und so, liebe Freunde, werden Studien in der Psychologie durchgeführt. Natürlich gibt's ja auch eine ganze Reihe von Dingen zu kritisieren. Zum Beispiel, haben die Leute wirklich ehrlich geantwortet oder haben die sich vielleicht einfach nur zufällige Antworten rausgesucht? Außerdem haben an der Studie vor allem Psychologiestudierende teilgenommen. Wäre ja auch interessant zu wissen, ob das vielleicht ganz andere Bewertungen wären, hätte man Bauarbeiter genommen. Oder einfach irgendwelche anderen normalen Leute aus der Bevölkerung, die dem Wort Landomine, was wie Landmine klingt, einfach keine extrem positive Bewertung dalassen. Außerdem kann es bei einigen dieser eigentlich bedeutungslosen Pseudowörter vorkommen, dass sie eben doch eine Bedeutung haben, und zwar in einer anderen Sprache. Darauf haben wir zum Beispiel beim Erstellen der Wortliste gar nicht geachtet. Zum Beispiel das Wort Sore, entstanden aus Rose. Im Englischen heißt das Sore. Wenn ich das jetzt in der Studie
hier lese, sore, dann denke ich ja vielleicht zuerst ans englische sore, also verletzt oder entzündet. Und da habe ich vielleicht gar nicht so positive Assoziationen, auch wenn das Wort an sich erstmal neutral klingt. Und überhaupt, was heißt das eigentlich schön? Nur weil das Wort Lily generell erstmal vielleicht schön klingt, ist das noch lange kein schöner Name für meinen Kampfhund. Lily, komm her, magst du dem netten Herrn da mal bitte ins Bein beißen, der gerade meine Brieftasche klauen wollte? Was schön ist und was nicht, ist doch immer noch komplett vom Kontext abhängig, in dem ich das Wort am Ende verwenden möchte. Die Erkenntnisse aus der Studie könnten aber trotzdem vielleicht nützlich sein, wenn ein Computer vorhersagen soll, ob ein Text eher eine positive oder eine negative Stimmung hat. Oder vielleicht bei der Entwicklung von Markennamen. Zusammengefasst können wir sagen, kürzere Wörter sind eher schöner als längere und für einen schönen Klang sollte man darauf achten, mehr Vokale als Konsonanten zu verwenden. Die komplette Hausarbeit findest du in der Beschreibung. Falls du selber eine empirische Hausarbeit schreiben musst, kann dir das vielleicht weiterhelfen. Falls du dich sonst auch noch für Psychologie und Daten interessierst, kann ich dir sehr empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier verlinke ich dir noch ein Video, was ich gemacht habe, dazu, warum Psychologie als Wissenschaft von vielen Leuten nicht so ganz ernst genommen wird. Das war's von mir. Bis nächste Woche um 4.